der Titel ist Die 500-Jahres-Ellipse. Und aus diesen Aufzeichnungen lese ich euch einige Einträge vor. Ah. 14.6.3.5. Ich habe das Gefühl, dass in den Schlafphasen die Schwerkraft verringert wird. Ob auf diese Weise Kraftstoff gespart werden soll? Ich sollte mich beim Informationsdienst erkundigen. Doch was, wenn ich mir bloß einbilde oder lediglich auf überzeugend realistische Weise träume zu schweben? Na, dann werden sie mich auslachen. Dabei bin ich bereits ein belustigt beäugter Mensch. 14.6.3.8. Wieder habe ich geträumt, nahezu schwerelos zu sein. Ich konnte mich mit schwächsten Regungen fortbewegen. Bäuchlings über den Boden gleitend lief ich auf den Fingerspitzen und großen Zehen wie ein Vielfüßler. Ich bog mich um die Ecken und schaute mit in den Nacken gehobenen Kopf, offenem Mund und aufgerissenen Augen in die Laboratorien hinein. So betrachtete ich die erschöpften Wissenschaftsmenschen, die unverändert ihre Experimente durchführen. Neuerdings geht an Bord die Idee um, die Anzahl der Wiederholungen eines Experiments aufs Äußerste zu steigern. Man ist der Statistik gegenüber misstrauisch geworden. Ängstlich und flehend zugleich hoffen sie, dass möglicherweise bei der 10.009. Durchführung auf einmal etwas Unvorhergesehenes geschieht. Oder bei der 10.010. Wiederholung. Oder der 10.011. In Wahrheit schlagen sie auf diese Weise nur die Zeit tot. Die steht uns hier draußen im Überfluss zur Verfügung. 5-mal bereits wurden die Zeiteinheiten verlängert, weil es einfach keinen Sinn macht, an der Kürze einer Minute oder der Dauer eines Tages festzuhalten. So zerfällt mehr und mehr der Eindruck erdenähnlicher Wirklichkeit. In meinen Träumen schwebe ich unter Türen hindurch und tauche auf wie aus dem Nichts, was aber niemanden überrascht. Pia begrüßt mich wie einen alten Freund. Sie schaut von ihren aktuellen Experimenten auf, schiebt sich die intermediale Maske vom Gesicht und lacht mich an, als würden wir uns wie gewöhnlich im öffentlichen Stadtwald treffen. Jede 10. Zeiteinheit verabreden wir uns auf einen Waldspaziergang. Meist begleiten uns Rahn oder Mehrdad. So spazierten wir bereits durch Rhododendren, Eichen, Buchen, Kiefern und Mischwälder, durch Birken, Eiben oder Palmhaine, spazierten unter blühenden Kirschbäumen. In Zukunft möchten wir die Urwaldregion der südlichen Hemisphäre erkunden. 14.7.7.7. In der Fenstereinbuchtung steht meine Basilikumaufzucht. Die hellgrünen Blätter leuchten orange unter den Strahlen der Mikrosonne. Ich muss nichts für sie tun. Lediglich überwachen, dass das grüne Lichtlein brennt. Die hochtechnisierte Erde und die Sensoren im Aufzuchttopf erfüllen alle Funktionen eines herkömmlichen grünen Daumens. Pia hatte versucht, mir die Spitzfindigkeiten der Erfindung der botanischen Abteilung zu erklären, doch ich gestehe, ich habe nichts verstanden. Der Geschmack von frischem Basilikum angesichts der endlosen Leblosigkeit des Alls, darüber gerate ich ins Grübeln. 14.8.2.6. Dr. Fuhure lässt mich via Rohrpost wissen, dass ich zum Tee geladen bin. Nein, natürlich nicht via Rohrpost. So eine gescheiterte Technik hat hier an Bord nichts verloren. Wir sind die Speerspitze. Wir haben alles zurückgelassen. Wir schreiten voran. 14.8.2.8. Ich sollte es mir zur Aufgabe machen, eine Liste gescheiterter Techniken anzufertigen. All jener Techniken, die eine kurze Zeitspanne Avantgarde waren, durch Fortschritt jedoch obsolet wurden. Ad hoc fallen mir nur diverse Speichermedien ein. Es muss aber eine endlose Reihe solcher untergegangener Techniken geben. Schmiedetechniken, Fortbewegungstechniken, Techniken des Geistes, Körperkünste, Techniken der Telekommunikation, der Hitzeerzeugung, der Bilderstellung, Techniken der Fortpflanzung. Einfach alles ist schon einmal vollkommen anders gehandhabt worden. 14.9.0.0. Nicht zu fassen, wie alt die Technik des Gehens ist. Immer noch gehen wir. Durch die Gänge des Raumschiffs gehe ich wie die ersten Menschen auf den Fährten der Tiere. 14.9.9.9. Rahn hat mir Bescheid gesagt, dass wir zum letzten Mal die Bahn eines Satelliten kreuzen würden. Eines der frühesten Modelle. Völlig fehlgeleitet und von Steinschlag zerschossen, triffte es auf einer x-tausend Jahre langen Ellipse. Rahn wusste auch den Namen dieses zerknüllten Stück Strotz. Eine 9-stellige Ziffernfolge, die ich gleich wieder vergessen habe.
Die Bahn der Bruchstücke ist auf einer Karte verzeichnet und Ran hat schon lange im Voraus gewusst, dass wir sie um ein Haar streifen werden. Auf den riesigen Panoramabildschirmen konnten wir sie bequem betrachten. Man hätte diesen Trümmern niemals angesehen, dass sie einmal etwas absolut Revolutionäres waren. Aber Ran spulte begeistert die Daten ab. Dieser Schrott sei ein Superlativ seiner Zeit gewesen. Das erste, schnellste, teuerste etc. Wir hätten die Trümmer einsammeln sollen, dachte ich. Wie sie durchs Weltall schwebten, keiner Zersetzung oder Verrottung ausgesetzt, keiner Wiederverwertung zugedacht. Ich hatte Mitleid mit den Überresten. Möglicherweise erkannte ich mich selbst in diesen Überresten. Sie verursachten mir einen merkwürdig traurigen Kopfschmerz. Ran muss meinen Anflug von Melancholie sofort bemerkt haben. Ich spürte Rans warme Hand zwischen meinen Schulterblättern. Sie bewegte sich sanft auf und ab. Eine korrekt ausgeführte Geste des Trosts, wie sie im psychologischen Erste-Hilfe-Programm gelehrt wird, die ich Ran hoch anrechnete. Ich wusste ja, dass Ran alle erdenbezogenen Sentimentalitäten wie ein kratzendes Wollkleid längst abgestreift hatte. 15.0.01. Ich sollte mich mit der Technik des Tagebuchs befassen. Gibt es da eine Technik, nach der zu verfahren wäre? Oder genügt es einfach anzufangen und so viel wie möglich aufzuschreiben? 15.1.01. Dr. Fohore lässt mich via Brieftaube wissen, dass die Einladung zum Tee um 22 Zeiteinheiten verschoben wurde. Zu gern wüsste ich den Grund für die Verschiebung. An Bord ist lange nichts Außerplanmäßiges mehr geschehen. 15.5.73. Manchmal habe ich das Gefühl, dass zwischen einzelnen meiner Gedanken keinerlei Verbindung besteht. Jeder ist ein Neuanfang, der keinen weiteren Gedanken nach sich zieht. Ich denke, dann denke ich noch einmal. Dann denke ich noch einmal. Wieder denke ich. Noch einmal. Nichts. Ich muss mich festhalten an der Mission, dem Raumschiff, der zurückgelegten Wegstrecke. 15.5.90. Die Kabinen an Deck sind alle gleich, davon gehe ich aus. Wieso gehe ich davon aus? 15.5.44. Die lokale Gruppe. Das kosmische Glühen. Orpheus und Eurydike. Wie wenig uns diese schön erdachten Namen hier draußen doch nutzen. Einst wurden die so bezeichneten Himmelskörper von der Erde aus entdeckt. Man kartografierte sie und verwob sie mit göttlichen Mythen. Mit den poesiebegabten Sterndeutern der allerersten Stunde haben die Wissenschaftspersonen der letzten Stunde nichts mehr gemein. Den Märchenwald der Ortschen Nebel, der Diamantstürme in den verborgenen Tiefen Neptuns oder der Säulen der Schöpfung haben sie längst hinter sich gelassen. Vor einigen Zeiteinheiten hörte ich einen älteren Vertreter der kosmologischen Abteilung, der vor mir auf das Freiwerden eines Ernährungsautomaten wartete, leise vor sich hinfaseln. Alles überholt, einfach alles, alles überholt, alles, was wir je gewusst zu haben, meinten überholt, ungültig, falsch, brabbelte es aus seiner intermedialen Maske hervor. Dieses ganze Schiff basiert auf Irrtümern, rief er und guckte mich wie durch Ferngläser hindurch an. Aber es funktioniert doch, antwortete ich. Funktionieren, ja, aber das bedeutet doch nichts, bedeuten tut das nichts. Ich blieb stumm und blickte an ihm vorbei, als wäre er gar nicht da. Solche an den permanenten wissenschaftlichen Revolutionen scheiternden Käuze muss man meiden. Niemals darf man sie etwas fragen, denn sie werden dich mit ihren Antworten niederschlagen. Meide diese Käuze. Früher waren sie alle Koryphäen auf ihren jeweiligen Gebieten. Auf jedem Zentimeter Wissen hockte eine Koryphäe, staubte täglich ihr Wissen ab und ignorierte alles andere. Wir haben uns von unseren Koryphäen mehr erwartet hier draußen im Neuland des Alls. 15.5.49. Wir haben uns von uns allen mehr erwartet. In letzter Zeit macht sich eine gewisse Enttäuschung breit. Selbst die bewährtesten Geistesgiganten werden mickrig hier draußen. Selbst ich fühle mich angesichts der Unendlichkeit hinterm Fensterglas kleiner denn je. Und überall um mich lebenserhaltende Technik, ohne die ich keinen Atemzug tätigen könnte. Ich bin nicht in der Lage, irgendwie mit anzupacken. Pia schwärmt von den Rekorden, die unsere Reise bereits gebrochen hat. Sie nennen Zahlen, die nur mittels verklausulierter Formeln noch zu erfassen sind. Wir seien Pioniere. Wir seien in jedem Schritt, den wir tun, die Ersten. Wir seien Avantgarde. Sie witzelt, dass egal, was ich hier schreiben werde, es ja automatisch auch Avantgarde sei. Sie leidet unter Out-of-Space-Collar. Was bitte soll Avantgarde bedeuten, wenn der Zustand dessen, was wir zurückgelassen haben, desaströs ist?
Von dort werden uns nie und nimmer Menschen noch folgen können. Selbst wenn wir am Ende des Universums den vollkommenen Planeten entdecken, wird das unsere Erde nicht retten. Die einzige Aufgabe kann es sein, etwas zurückzubringen, das das Blatt wenden wird. Ich bezweifle aber, dass die Besatzung dazu bereit sein wird. Selbst Pia und Rahn scheinen dem Pathos einer Reise ohne Rückkehr verfallen zu sein. Wobei die einzig tragende Säule der gesamten Mission doch der Glaube an die kommende Rückkehr sein kann. Verändernd und alles verändernd müssen wir dereinst zurückkehren in die von uns verlassene Welt. 15579. Was ich hier tue, ist allen äußerst suspekt. Sie trauen sich nicht, danach zu fragen. Ich selbst bin mir darüber im Unklaren. Der Auswahlprozess fand wie so vieles an dieser Mission in einer Blackbox statt. Man fütterte die Maschine mit den Daten aller ernsthaft schreibenden Personen weltweit, ließ diese Daten den Filter der denkenden Technik kreuzen. Heraus kam mein Name. Niemand hatte je von mir gehört. Sie hatten sich jemand Namhafteren gewünscht, also versuchten sie es ein zweites Mal. Wieder nannte die DT meinen Namen. Sie nannte auch den Namen einer zweiten Person, die jedoch kurz nach Datenerhebung verstorben war. Am Glauben der Wissenschaftler an die neue denkende Technik hatte meine Wahl zumindest gekratzt. Als ich die ersten Runden an Bord drehte, sah ich, wie sie mich musternd die Köpfe schüttelten. Inzwischen haben sie mein Gesicht wieder vergessen. In den Augen dieser hochwissenschaftlichen Personen ist die Existenz meiner Zunft seit der Erschaffung der neuen Sprachen ohnehin anachronistisch geworden. Auch namhaftere wären ihnen nur ein Kuriosum gewesen. Schriftstellend, so, übersetzen mir die intermedialen Masken ihre verblüfften Reaktionen, wenn ich es doch wieder einmal wage, auf ihre hochkarätigen Vorstellungen hin auch mich selbst vorzustellen. Elliot, Author. 15612. Der Vollständigkeit halber sollte ich versuchen, den Beginn der Reise zu rekonstruieren. Leider war ich während der ersten Zeiteinheiten wie gelähmt und verließ meine Kabine nur, um die vorgeschriebenen Runden zum Erhalt der notwendigen Muskelmasse zu gehen. Die meiste Zeit verbrachte ich reglos am Fenster und blickte auf den immer kleiner werdenden Erdball. Da dachte ich noch, ich müsste, um all das erfassen zu können, eine völlig neue Sprache erfinden, ein adäquates Idiom, eine Lingua Cosmosia. Der Anblick des blauen Planeten löste nur Floskeln in mir aus. Mutter Erde, Mama Erde, Mami Erde. Inzwischen ist sie ein heller Punkt geworden, immer noch sichtbar, doch leicht zu übersehen unter all den Himmelskörpern in diesem tiefschwarzen Universumshimmel. Aki, meine Koordinationsperson der ersten Etappe, verlor den hellen Punkt der Erde nie aus den Augen. Immer konnte Aki mit dem Finger darauf zeigen, auf diesen Punkt, der Erde heißt. 15847. Eine ferne Verwandte fragte mich im Traum, ob ich den Mond berühren könnte. Welchen? Antwortete ich. 15861. Ich weiß noch genau, dass ich sehr lange dort stand, am Behälter der originalen Erde. Meine Hände bis über die Handgelenke in dieser kühlen, faserigen Masse, die so unheimlich vertraut duftete. Es war perfekte Erde. Kein Dreck war darin. Kein Sand, kein Kot, keine Steine, kein Mikromüll, keine Knochen, keine Giftstoffe. Sie war weder zu trocken noch zu feucht, weder zu fest noch zu locker. Woher hatten sie hier draußen nur diese Erde, diese traumhafte Erde? Ich musste daran denken, wie ich als kleines Kind auf einer Wiese ein Beet gegraben hatte. Mühsam auf den Spaten einstampfend hatte ich die Rasendecke durchstoßen, ebenso mühsam die Erde hervorgehebelt, um dann gebannt und irritiert auf das wurzeladrige Stück Erdreich zu blicken, aus dem rosafarbene Würmer tropften. Wie ich diese Erde intuitiv gemocht hatte, nicht umhin konnte, mit den Händen hineinzufahren, gröbere Brocken zwischen den Fingern zu zerreiben, den Geruch aufgesogen hatte, wie ich mich am liebsten kopfüber in die offene Erde gestürzt hätte. Wo ist das gewesen? Im Garten meines Großonkels, der an einem niedrig abfallenden Hang gelegen war. Nur einen einzigen Nachmittag war ich dort zu Besuch gewesen und er hatte gesagt, grab die Erde um. Es war ihm wichtig gewesen. Ob er schon geahnt hatte, dass die Zeit ablief, derartige Dinge zu tun? Mein Großonkel war eine willensstarke Person, die sich geweigert hatte, in die Sicherungszonen der großen Städte umzusiedeln. Er hockte sich an mein frisch gegrabenes Beet, durchpflügte mit der Hand die Erde,
Er zog einen Wurm hervor, hielt dieses sich windende Wesen vor meine Nase. »Würdest du es essen, wenn du Hunger hättest?«, fragte er mich. Und ich, kindlich naiv, wie wir alle es gewesen sind, rief, »Ih, nein, niemals!« Auf der Rückreise in die Sicherungszone fragte ich die mich begleitende Betreuungsperson nach meinem Großonkel. Ich wollte unbedingt mehr über ihn erfahren. Sie strich mir melancholisch über die Wange und sagte, dass er vor 200 Jahren sicherlich ein bedeutender Gärtner gewesen wäre, sich in unserer Zeit aber doch nur lächerlich mache. Ich glaube, meine Betreuungsperson liebte diesen Großonkel sehr, der sie vielleicht an ihre eigenen Betreuungspersonen erinnerte. 15.866. Kindheitserinnerungen angesichts der Milchstraße zu notieren, erschien mir anmaßend. Mein Alltag im Raumschiff angesichts namenloser Gestirne zu skizzieren, erschien mir vermessen. Man gewöhnt sich an alles. Nur das leichte Surren des Raumschiffs macht mir auch nach zahllosen Zeiteinheiten noch zu schaffen. Von allen Seiten her surrt es in den Wänden. Es ist kein monotones Surren, sondern ein Surren wie ein Gespräch, voll von hohen Piepstönen, von langgezogenem Geknarze, von quäkenden Mikrosirenen. Nachts weckt es mich. Ich schrecke hoch und bin mir sicher, dass etwas gesprochen hat. Es ist das Schiff, das flirrend vor sich hinspricht, in den neuen Sprachen, die kein Mensch je verstehen wird. Ich habe zu wenig Kontakt mit den Menschen an Bord und verbringe zu viel Zeit allein in meiner Kabine. Blicke zu lange über den Basilikum hinweg hinaus ins All. Ich höre ja schon das Schiff sprechen, höre das All atmen, spüre den Blick der Planeten auf mir ruhen. Natürlich würde ich den Wurm essen, nichts esse ich lieber, ein Wurm aus der Erde unserer Erde. 15.515. Die Aufzeichnung der allerersten Zeiteinheiten habe ich vernichtet. Sie beschrieben peinlich ergriffen, was ich hier sah und erlebte. 16.010. Mit teuflischer Lust hat Dr. Fuhore den zum Tee geladenen Gästen vorgerechnet, wie viel Energie ihre Lebenserhaltung verbraucht. Energie, die einige Abteilungen lieber in ihre Experimente speisen würden. Ich dachte, Fuhore würde Scherze machen, aber so ganz zu durchschauen war Fuhore nicht. Mit dem Finger auf mich weisend, meinte Fuhore, dass ich gut daran täte, meine Aufzeichnung geheim zu halten. Es sei für mich sicherer so. Denn wenn erst einmal offen zutage treten würde, was für einen Unsinn ich produziere, die Worte Dr. Fuhores, könnte es sein, dass man meine Person aus dem Überlebensprogramm des Raumschiffs tilgen wird. 16.011. Dr. Fuhores Tee war auf alle Fälle einmalig. 16.012. Wie immer stockfinstere Nacht. 17.087. Ich bin für den Sicherheitsbereich B autorisiert worden. Ich weiß nicht wieso. Auf meiner Bordkarte leuchteten neue, vorher nur umrissene, dunkle Bereiche auf. Das Raumschiff scheint um einiges größer zu sein, als ich angenommen hatte. Dankeschön.